Ja, meine Damen und Herren, ich habe die Ehre, jetzt hier mal ganz kurz über den Status und über die Möglichkeiten zu berichten, die wir in den vergangenen, ja, sagen wir mal 10 Jahren in der Normung an Ergebnissen erzielt haben. Und da ich aus Karlsruhe komme und natürlich auch stolz bin, dass die Erfindung des Automobils in Deutschland stattgefunden hat durch den Karl Benz, habe ich mal hier einfach nur die Büste, die in Karlsruhe steht, fotografiert. Ich komme auf den Karl Benz nochmal zurück, weil da sehr viele Dinge parallel gelaufen sind damals bei der Erfindung des Automobils wie heute bei Industrie 4.0. Sie werden es also sehen. Eins ist auf jeden Fall klar, das Ding an sich, ja, was ist das Ding? Und alles, was wir jetzt hier so diskutieren, ist im Wesentlichen folgenden Hintergrund. Ein Ding kann nicht nur ein physisches Ding sein, es kann eine Idee sein, es kann eine Software, ein Archiv, ein Ding eben an sich sein, etwas, eine Matter, eine Sache, ein Sachstand. In jedem Fall hat eine Information einen Träger und jedes Ding hat einen Lebenszyklus. Das ist so der Hintergrund, in dem wir jetzt bei Industrie 4.0 auch in der virtuellen Umgebung arbeiten. Wenn wir Industrie 4.0 mal versuchen einzusortieren ins Internet der Dinge, dann sehen wir, Industrie 4.0 ist eine Ausprägung davon. Smart Grid, ich habe jetzt hier nur mal ein paar andere Beispiele genannt, Connected Cars und Smart Home und was da sonst noch keucht und fleucht, all die Dinge sind irgendwie mit Mechanismen aus der IoT-Welt verbunden und Industrie 4.0 hat so ein paar Besonderheiten, die gegenüber anderen, zum Beispiel Smart Grid, zu berücksichtigen sind und Sie werden heute im Verlauf der ganzen Veranstaltung da noch einige neue Informationen bekommen. Die Industrie 4.0 Version ist im Wesentlichen eigentlich so zusammenzufassen, das Produkt, das gefertigt werden soll, hat alle seine Daten in irgendeiner Form verfügbar. Das muss nicht unbedingt sein, dass es die Information auf dem Produkt selber gibt. Es muss aber zumindest einen eindeutigen Zeiger geben, der auf einen Eintrag irgendwo in der Datenbank zeigt, in dem diese Informationen hinterlegt sind. Wir sprechen in dem Umfeld über die Selbstorganisation. Es ist also das Manufacturing Equipment, also die Automatisierungstechnik an sich, ist ein Teil der gesamten Value Chain und muss sich jetzt eben auch weiterentwickeln. Und natürlich ist es so, dass wir Flexibilität an den Vordergrund stellen, denn ich meine, die Aufgabe an sich zum Beispiel zu fertigen, die wird auch mit Industrie 5.0, falls es es jemals geben wird, gleich sein. Es ändern sich ja eigentlich nur immer die Mittel. Die Aufgabe an sich ändert sich ja nicht. Und in dem Zusammenhang ist natürlich ganz wichtig, dass die Menschen mit berücksichtigt werden und eben auch die Kontrolle über die ganze Sache behalten. Da komme ich auch nochmal drauf. Ich habe hier mal reingenommen eine nette Geschichte, die mir der Kollege Jürgen George mit auf den Weg gegeben hat. Das mit dem Ding, das sich selbst organisiert und weiß, was mit ihm geschieht, ist gar nicht so neu. Das, was Sie hier sehen, ist das Märchen von Frau Holle. Und wenn Sie das sehen, auf dieser Wiese ging das Mädchen fort und kam zu einem Backofen. Der war voller Brot, das Brot aber rief, ach, zieh mich raus, sonst verbrenne ich bin schon längst ausgebacken. Also, Sie sehen, übrigens, ich habe mal recherchiert, das Märchen geht auf das Jahr 1400 zurück. All die Dinge sind so neu nicht, nur vielleicht realisieren wir sie jetzt auf eine Art und Weise, die damals undenkbar war. Ja, ich komme nochmal auf den Karl Benz zurück. Was ist denn damals passiert? Damals hat er die Idee gehabt, eine Kutsche mit einem Motor zu kombinieren. Und daraus ist das Auto entstanden. Fortbewegt hat man sich ja vorher auch schon. Ob man gelaufen ist oder über die Kutsche, eben, da gab es ja sogar ein ganzes Postnetz mit den jeweiligen Tagesstationen und dergleichen. Es war ja nicht so, dass wir uns vorher nicht fortbewegt haben. Aber wir haben plötzlich ein neues Mittel in die Hand bekommen. Und genau das passiert gerade eben auch. Und um das zu komplettieren in Richtung, welche Use Cases könnten denn so vorstellbar sein, also wohlgemerkt, Gottlieb Daimler, der ja auch sehr eng mit Karl Benz zusammen war, hat dann gesagt, es werden höchstens 5000 Fahrzeuge gebaut.
denn es gibt nicht mehr Chauffeure. So viel also zu den Versuchen, auch bestimmte Use Cases zu realisieren und vorherzusagen. Und auch der Henry Ford, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. In der Situation, glaube ich, sind wir heute auch. Ja, was passiert jetzt in dieser Analogie in Industrie 4.0 oder man kann eigentlich auch sagen, im gesamten Internet of Things? Ich habe mal links aufgezeigt, wie das Internet entstanden ist. Viele von uns erinnern uns noch, dass es da zum ersten Mal E-Mail gab und dass man die Schwierigkeit hatte, 5 Kilobyte zu übertragen. Die musste man dann sogar noch mal zerhacken und dergleichen. Da hat sich in der Zwischenzeit enorm viel getan. Einige haben noch mit Beschreibungssprachen zu tun gehabt, so in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahren. SGM war da so eines. Aus SGML hat sich HTML herausentwickelt, dann kam XML und zum Schluss war das Web oder das Internet da. Es ist eine Kombination aus verschiedenen Konzepten und Lösungen. Ja, was ist aber in der Zeit passiert mit dem Ding, was wir nämlich alle vermarkten? Dieses Ding hat immer eine Dokumentation und die Dokumentation ist üblicherweise in Papier. Und wenn wir Glück haben, ist sie in PDF. Aber wenn wir die PDF-Dokumentation nicht konstant auch updaten, mit Änderungen beim Produkt, dann haben wir natürlich ein Problem. Und was jetzt passiert ist, ist eben so ab 98, dass man gesagt hat, man will die Eigenschaften nicht mehr in einem PDF-File oder in einem Papier-File hinterlegen, sondern man nimmt dazu Datensätze. Und das ist genau der Punkt, den wir hier unter Digital Product Master Data haben, der so, wie gesagt, in den Anfang 2000 richtig Fuß gefasst hat. Und zwar zuerst mal im Procurement, also für die Katalogdaten. So, und was jetzt passiert ist, dass diese digitalen Daten, wie Product Master Data, mit dem jeweiligen Produkt vereinigt werden. Das heißt, das Produkt selber weiß jetzt, was es ist und was mit ihm zu geschehen hat. Und natürlich mit aller Drum und Dran, kompletter Dokumentation dergleichen. Ergebnis ist eben ein Cyber-Physical System letzten Endes, das selbst intelligent genug ist und damit das Internet of Things begründet. Also ein IoT ist aus meiner Sicht jedenfalls, aus der ganzen Arbeit, die wir in der IEC TC65 gehabt haben, eine Kombination auf der einen Seite aus dem, was im Internet passiert ist und auf der anderen Seite, dass wir jetzt wirklich explizit Daten haben, die dem jeweiligen Produkt als Datensätze zugeordnet werden. Und wenn Sie vielleicht schon mal mit IGLAS zu tun hatten, IGLAS ist genau die entsprechende Organisation, die sich mit dem Merkmal insgesamt auseinandersetzt, also mit dem Product Master Data. Und aus meiner Sicht ist das eine ganz zentrale Geschichte, die wir in Zukunft dann auch noch ausbauen werden müssen. Dass das Ganze alles nicht so neu ist, wie es oft verkauft wird, sehen Sie an dieser Norm. Die IEC 62507 ist im Jahr 2005 gemacht worden. Und sie geht schon davon aus, dass ein beliebiges physikalisches Objekt eben mit Metadaten beschrieben wird und ganz wichtig, was oft vergessen wird, auch identifizierbar sein muss. Und letzten Endes ist es so, dass ein Produkt selbst zum Schluss dann, wenn Sie es kaufen, eindeutig identifizierbar sein muss. Auf der einen Seite, wenn Sie es kaufen beim Hersteller und auf der anderen Seite, wenn Sie es dann in der Anlage selbst verbauen. Denn Sie müssen ja eindeutig immer zuordnen, was ist mit dem Produkt passiert, ist es repariert worden und dergleichen mehr. Und diese Identifikation ist ein wichtiger Baustein in dem gesamten Umfeld und wird oft ein bisschen vernachlässigt. Ich zeige dann aber gleich nochmal, wie es sein könnte. Ja, und dann gibt es so die Frage, was müssen wir denn eigentlich technologisch machen, damit Internet of Things, damit Industrie 4.0 auch zum Laufen kommt. Und hier ist mal aufgezählt, der grüne Teil ist State of the Art, denn dass wir jetzt offen kommunizieren, das wissen wir, ich denke, da ist auch die Luft weitgehend raus. Die Diskussionen, die wir 10, 15, 20 Jahre zuvor hatten, die sind alle geführt. Wir haben jedenfalls eine Kommunikation, die funktioniert und die offen funktioniert und da hat man sich auf die Protokolle geeinigt, auch wenn es natürlich immer mehrfach Lösungen gibt, die für verschiedene Zwecke sind, aber insgesamt ist das, glaube ich, abgefrühstückt. Der Punkt, der jetzt kommt, ist, dass wir uns in Richtung offene Applikation bewegen. Und das ist eben der obere, der blauere Teil,
der nichts anderes bedeutet, als dass wir uns auf zumindest eine Basisinfrastruktur auf Anwendungsniveau einigen müssen. Das fängt an natürlich bei, Sie sehen, Parameter-Semantics, und die Semantik spielt eben da in dem Umfeld natürlich eine große Rolle, denn auf Applikationsniveau können sich die Applikationen nur dann wirklich untereinander austauschen, wenn die Sprache stimmt. Und die Sprache allein reicht auch nicht, sondern ich muss auch wissen, welche Begrifflichkeiten dort verwendet werden und welche Bedeutung diese Begrifflichkeiten im Einzelnen hat. Das ist also der obere Teil, ist eigentlich die Herausforderung in Industrie 4.0. So, und wenn wir jetzt über gemeinsame Applikationen und die jeweilige Semantik reden, dann bedeutet es natürlich, dass die Toolketten dann auch auf eine gemeinsame Semantik zurückgreifen können. Und dieses Bild ist hier von Novartis, auch übrigens aus dem Jahr 2005. Da haben die Kollegen von Namur mal nur aufgetragen, dass sie viele Tools haben und dass, wenn die Tools alle unterschiedlichen Modellen folgen, dass dann entsprechend oft semantisch konvertiert werden muss. Von einem Tool ins andere, wieder zurück und dergleichen. Wenn es uns gelänge, dass wir eine einheitliche Semantik auf Applikationsniveau haben und wenn es uns damit gelingt, auch die entsprechenden Tools auf diese Modell, auf dieses einheitliche Modell hinzubringen, dann haben wir die gesamte Konvertierung weg und haben eine einheitliche und ich denke bei Industrie 4.0 auch sehr effiziente Art und Weise, wie wir in Zukunft auch fertigen können. Und wenn Sie das mal einfach so zusammenfassen, dann stellt man fest, also wir brauchen sicher eine Semantik. Wir brauchen, ich habe es schon gesagt, eine Identifizierbarkeit. Wir brauchen natürlich die Kommunikation. Ohne offene Kommunikation kommen wir nicht hin. Wir brauchen die entsprechenden Dienste und Zustände infolge der Kommunikation. Es muss da beschrieben werden, wie die Funktionen eigentlich aussehen. Nehmen Sie eine Bohrmaschine. Eine Bohrmaschine besteht aus zwei Teilen, aus der Maschine und der Funktion Bohren. Die Funktion Bohren muss formal in Zukunft beschrieben sein, denn sie ist Teil der Applikation. Und das bedeutet eben, wir müssen einen Weg finden, wie wir eine solche Funktion bohren, die ja enorm festgelegt ist. Ich meine, zerspannende Technologien sind alle Standard. Aber sie sind eben heute nicht so festgelegt, dass sie einem Rechner zugänglich sind. Letzten Endes sage ich immer zu meinen Mitarbeitern, ihr müsst alles in Nullen und Einsen ausdrücken, ansonsten versteht der Computer nichts. Security and Safety sind natürlich ein Muss und Qualität der Services ist auch eine Sache, die natürlich zusammenhängt mit dem, was die Kommunikation bieten muss. So, und in dem Umfeld muss ich natürlich auch wissen, in welchem Zustand sind die jeweiligen Komponenten und ich muss auch gucken, dass ich die miteinander verschachteln kann. Lassen Sie mich jetzt noch mal ganz kurz, weil es ja oft die Frage kommt, auf die Klassifikation eingehen. Ich habe vorhin gerade eben schon erwähnt, E-Class ist mit seinen Merkmalen unterwegs und zwar branchenübergreifend. Das ist ja nicht nur die Automatisierungstechnik, die E-Class bedient. Wir werden nachher von Herrn Uderweg sicher da noch ein bisschen mehr hören. Wir müssen uns aber im Klaren sein, Klassifikationen wird es viele geben. Und zwar immer unterschiedlich. Gehen Sie in einen Buchladen rein, dann werden Sie feststellen, da ist eine Klassifikation, Reiseliteratur, Computerliteratur und dergleichen mehr. Also Klassifikation macht man, damit man eben eine Ordnung in einem, unter einem bestimmten Perspektive eben realisieren kann und damit dann auch besser hantieren kann. Was jetzt das Neue und das eigentlich auch Wichtige ist, ist, dass E-Class eben dann hingeht und sagt, okay, wir haben zwar eine Klassifikation, die ist wichtig, ganz klar, keine Frage, aber wir haben überall auch noch die entsprechenden Merkmale. Und in E-Class ist es so gemacht, dass die Basic Properties und die Advanced Properties unterschieden werden. Die Basic Properties sind im Wesentlichen die Procurement-Informationen und die Advanced Properties, die beziehen sich dann in großen Teilen jetzt, was Industrie 4.0 angeht, auf Engineering und den Lebenszyklus an sich von der Anlage. Also wichtig ist in dem Fall Klassifikationen, da wird es immer mehrere geben, es wird auch in anderen Ländern vielleicht anders, andere Klassifikationen geben. Wenn wir uns aber nicht auf einheitliche Merkmale einigen, dann können wir uns nicht auf eine einheitliche Semantik einigen und eine einheitliche Semantik ist die Voraussetzung, dass wir in Industrie 4.0 Applikationen übergreifend arbeiten können. So, ich habe jetzt dann über Merkmale ja gerade geredet und die Frage ist jetzt,
Wie könnte so ein Merkmal strukturiert sein? Alles, nichts Neues. Seit über 10 Jahren gibt es die IEC 61360, übrigens absolut identisch inhaltlich mit der ISO 13584 vom Modell her. Beide Normen enthalten eine Vorgabe, wie Merkmale strukturiert werden. Sie sehen hier unten an den Punkten, ganz unten, dass es eine Tabelle ist, die deutlich länger ist als das, was ich hier auf dem Schirm habe. Aber die wichtigsten Dinge sind eigentlich auf der einen Seite ein Merkmal-Identifier, nämlich eine eindeutige Identität dieses Merkmals und dann eben eine Reihe von Eigenschaften. Und IGLAS zum Beispiel hält sich da, und zwar branchenübergreifend für alle Branchen, genau an diesen Standard. Zur Identifikation selber, Sie sehen links hier rot umrandet die Kommunikationsadresse, IPv6 beispielsweise, die aber eben nur ein Bestandteil des gesamten Identifiers ist. Denn in Zukunft wird es ja so sein, dass wir nicht davon ausgehen können, dass wir feste Adressen vergeben. In einer Anlage können die Adressen sich auch verändern. Wir haben ja zu Hause auch entsprechenden Server, der dann auch die verschiedenen Adressen vergibt und in je nach Reihenfolge dann auch die einzelnen Rechner bei Ihnen zu Hause dann verschiedene Adressen bekommen. Der wichtige Punkt ist eigentlich, es muss eine Adresse geben, um die jeweilige Komponente zu adressieren, aber die eigentlichen Merkmale selbst, die werden dann über den Teil, der hier weiß umrandet ist, realisiert, indem zum Beispiel in einer Kombination aus ISO und IEC-Normen erstmal die Institution, die das Merkmal betreut, eben auf der linken Seite mit einer Nummer versehen wird, und das geht bis ganz rechts rüber. Der Data Identifier ist dann das, was beispielsweise eben entweder eine SPS darstellt oder das gibt es auch die Waschmaschine mit Toplader und dergleichen mehr. Ne? Also hier auf der rechten Seite spielt sich dann das eigentliche Identifizieren der Merkmale ab. Aber eben insgesamt besteht die gesamte Identifikation, die gesamte Adressierung aus genau diesen verschiedenen Komponenten, so wie Sie sie auf dem Schirm sehen. Auch nichts Neues. Sie können jederzeit, wenn Sie eine neue Organisation gründen, die sich mit Merkmalen beschäftigt, zum BSI, British Standards Institute, gehen und sich eine entsprechende Nummer geben lassen. Und dann können Sie daraus eine IRDAI formen. Und das sieht dann zum Beispiel so aus. In der IEC gibt es einen Merkmalserver, der heißt Common Data Dictionary, CDD. Sie sehen auf der linken Seite die 0112, das ist nichts anderes als ISO-IEC. Und ISO und IEC unterscheiden sich dann in der zweiten Stelle, in der 2 und in der 1. IGLAS beispielsweise hat die 0173 und hinten dann sind die entsprechenden Identifier für die Merkmale. Das ist, denke ich, sehr wichtig. Wie gesagt, weil die eindeutige Identifizierung weltweit ein großes Problem sein wird, weil es kann nicht sein, dass dieselbe Semantik mit zwei verschiedenen Identifiern belegt wird. So, jetzt habe ich viel über Properties geredet. Die Properties, also die Merkmale, sind natürlich in großer Zahl vorhanden. Und es macht Sinn, dass man hingeht und sagt, man kann die auch ein bisschen unterteilen. Und diese virtuelle Welt, die ja da entsteht dann, die könnte man, und das ist eben in diesem TR 62794 und der inzwischen im CD 62832 hinterlegt, auch nochmal sinnvollerweise aufteilen, zum Beispiel in mechanische und konstruktive, funktionale, dann Performance, also salopp gesagt, beim Auto sind es 7 Liter pro 100 Kilometer und solche Dinge. Und dann Business natürlich, Preis und dergleichen. Und was ich natürlich auch nie vergessen darf, ist, ich muss wissen, wo die Komponente eingebaut ist oder wo sie sich befindet, wenn es sich um eine mobile Komponente handelt. Und um Ihnen jetzt zu zeigen, wie sich das jetzt in Richtung Industrie 4.0 abbilden lässt, habe ich hier mal einfach das, was der Hofmeister dann auch später nochmal ein bisschen im Detail besprechen wird, reingemalt. Ich bin dann hingegangen, habe gesagt, ich habe das Ding an sich. Und wir haben die Verwaltungsschale und diese Verwaltungsschale ist eben eine I4.0-Komponente und könnte nun so strukturiert werden. Das sind aber jetzt Dinge, die wir im Projekt natürlich noch besprechen müssen. Und um das komplett zu komplettieren, in FDI, gerade übrigens die FDI 1.0 ist gerade erschienen, in der 62769
gibt es ein Device, sogenanntes Device Package, das sehr viel Ähnlichkeit mit dieser Verwaltungsschale hat. Es ist ein bisschen anders strukturiert hier, wie Sie sehen, aber im Prinzip ist das Konzept genau identisch. Es wird jedem Produkt eine entsprechende virtuelle Beschreibung beigelegt und die ist hier nochmal ein bisschen aufgeteilt in Device Definition, Business Logik, User Interface und Plugin und Description und dergleichen. Aber im Grunde genommen ist dieselbe Idee, die wir auch in der IFI0-Komponente, wenn wir nachher sehen, dann verfolgen. Und was Sie hier auch sehen, natürlich, das Ganze basiert auf einer serviceorientierten Schnittstelle, wobei wir uns jetzt eben auch bei IEC in der TC65 mit OPC-OA beschäftigen, und zwar das auch schon sehr lange. Die Normen sind ja fast alle verfügbar und es gibt jetzt ein paar neue Dinge, die mit eingebracht werden, die übrigens auch direkt aus den Arbeiten aus Industrie 4.0 heraus gemacht werden. Das sind die Normen hier, ich will sie gar nicht im Einzelnen aufzählen, aber Sie sehen, es ist eine ganze Menge in der Zwischenzeit passiert und wir werden da weiterarbeiten natürlich an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz müssen natürlich auch andere serviceorientierte Architekturen irgendwie mit einbezogen werden, denn wir müssen ja an verschiedenen Stellen auch Migrationspfade eröffnen. Ja, über die Security wird immer sehr viel geredet. Die Norm, die eigentlich als Leitnorm inzwischen etabliert ist, die auch in der IEC TC 65 erstellt wird, ist die 62443. Die 443 ist eigentlich die Struktur, die über das hinausgeht, was wir mit der 27000 für die Office-Welt haben. Im Grunde ist es so, dass wir mit dieser Norm auf der 27000 aufsetzen und eben für die kritischen Infrastrukturen weitere Forderungen stellen und auch versuchen, entsprechende Konzepte mit zu beschreiben. Wenn man sich das mal dann insgesamt anguckt, dann gliedert sich so die gesamte Arbeit auch in Industrie 4.0, gilt aber auch in vielen Stellen fürs Internet der Dinge, in vier große Blöcke auf: die Kommunikation, die Services, die Anwendungen und die Prozesse. Und wenn Sie sich das jetzt auf der rechten Seite mal anschauen, das ist eine ganze Menge an Normen, bei denen mindestens die Konzepte, wenn nicht sogar die Norm als solche, verwendet werden kann. Und insofern ist es also auch sehr angeraten, sich mit diesen Dingen zuerst mal zu beschäftigen und dann zu gucken, wo sind die Lücken. Es ist ja nicht so, dass Industrie 4.0 einfach so vom Himmel fiel. Sie sehen ja schon an dem, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, dass eine ganze Menge an Dingen schon sehr weit in die Vergangenheit zurückgehen. Namentlich beispielsweise, wenn Sie sich überlegen, ISO 10303, also die Mechanik, alles was mit Mechanik zu tun hat, STEP, das hatte eine Tradition von 20, 25 Jahren. Der Herr Federmann wird da sicher noch was dazu sagen. Ja, jetzt war nochmal die Frage im Raum gestanden, wie sind wir denn eigentlich in Deutschland aufgestellt diesbezüglich? Und interessant war dann, wie wir die Analyse mal gemacht haben und festgestellt haben, auf der einen Seite Merkmale ist klar eine Domäne von IGLAS, keine Frage. Aber es ist eben auch so, dass die Mechanik und dergleichen eben im ProStep e.V. schon seit sehr langer Zeit behandelt wird. Und es gibt also, wir werden es dann nachher hören, eine ganze Reihe von Firmen und Branchen, die sich mit ProStep, also mit Step insgesamt und ISO 10303 beschäftigen. Wir haben natürlich Kontakte zur OPC Foundation und wenn Sie hier sehen, Co-op, dann heißt es eben Kooperationsvertrag. Das ist also nicht nur ein loser Kontakt, sondern tatsächlich auch Zusammenarbeit. Dasselbe gilt für die PLC Open, die auch schon eine sehr lange Tradition hat. Und all diese Aktivitäten arbeiten heute schon, und zwar wirklich zielgerichtet, mit den jeweiligen internationalen Normungsgremien zusammen, hauptsächlich mit IEC und ISO, aber auch mit IEEE. Wenn Sie sich solche Dinge wie Time Sensitive Network anschauen, dann läuft diese Aktivität ja in IEEE und ist natürlich für Industrie 4.0 und fürs IoT auch relevant. Ja, Zusammenfassung mal eben im Hinblick auf die Industrie 4.0. Es gibt in der Merkmalsnormung zur I4.0-Semantik eine ganze Reihe von Aktivitäten, auf die man heute schon zurückgreifen kann. Die Ergebnisse liegen auf dem Tisch. Das heißt nicht, dass das nicht verbessert und erweitert werden muss,
aber man kann da sehr gut aufsetzen und ein fliegender Start ist immer besser, als wenn man von Scratch anfangen muss. Wir könnten auf diese Art und Weise eben die virtuelle Beschreibung, die ganze Virtualität deutlich schneller machen und da sind wir auch dabei. Und es wird auch dann, wenn Sie vorhin die Verwaltungsschale gesehen haben, darum gehen, wie in Zukunft diese Verwaltungsschale strukturiert wird und auf welcher Norm die dann aufbauen. So, die Regelmerkmalenbildung sind eben die Normen, die ich schon erwähnt habe. Und der Transportmechanismus sollte in jedem Fall Automation ML sein. Da sind wir ja auch, hören Sie heute auch nochmal mit dem Herrn Grimm und den Kollegen zugange. Die eindeutige Identifikation habe ich schon erwähnt und die I4.0-konforme Kommunikation und Dienste natürlich, die basiert im Wesentlichen auf OPCOA und Companion Standard. Ja, und natürlich die Security ist ein Muss, wobei bei der Security muss jedem klar sein, das ist eine echte Herausforderung. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, 62443 ist die endgültige Lösung. Da müssen wir noch dran arbeiten, aber gut. Herausforderungen sind die Ingenieure gewöhnt und ich denke, da finden wir auch die eine oder andere gute Lösung.